Gut, dann einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Flat. Natürlich wie immer dienstags morgens mit Dirk. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich will nicht so viele Worte verlieren, aber wir müssen wie immer natürlich den Risikohinweis kurz nennen. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf keinen Fall als Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und die Meinung des Referenten muss nicht zwingend die von FXFed sein. Ja? Gut, dann Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Kommen Sie alles richtig machen, wie immer. So, dann kann man alles sehen? Ja, ne? Solange man mich nicht sieht, yes. Immer alles sieht. Okay. Dann müssen wir mal einführen. Was ist mit deiner Webcam? Mein Mikro ist gerade abhanden gekommen. Ja, ich weiß nur nicht, wie das geht hier über GoToWebinar. Und von daher ausprobieren. Können wir gerne mal machen. Müssen wir nicht unbedingt jetzt. Machen wir das nächste Mal ein bisschen Vorlauf. Nächstes Mal dann, genau. Machen wir das ja gerne. So, einen wunderschönen guten Morgen hier von meiner Seite live aus Köln zum DAX-Eröffnungs-Live-Trading hier mit FX Flat. So, wenn wir heute ein bisschen, jetzt hätte ich schon fast wieder gesagt, Glück haben, oder sagen wir so, wenn wir kein Pech haben, das ist immer die bessere Formulierung. Glück ist immer die eine Geschichte, Pech ist eine ganz andere. Und ich sage mal, ich brauche kein Glück beim Handel, aber Pech ist halt doof. Und dann wird das heute hier relativ einfach. Ich habe ja gestern, sind ja sicherlich auch einige aus der Gruppe dabei. Ich habe halt hier vermutlich wie immer die Fragen nicht und damit auch keinen Zugriff unbedingt auf die Liste der Teilnehmer. Da muss der Nelson gleich noch ein bisschen einspringen. Und zwar hatte ich ja gestern in der Gruppe noch den DAX Long gepostet, beziehungsweise gestern Morgen eigentlich schon, weil er nämlich hier, ich zeige das mal kurz im Stundenchart, der ist auch noch drin, der Long, weil er nämlich hier im Stundenchart nämlich hier eine schöne Paritätsumkehr gemacht hat. Und zwar war hier gestern Morgen entscheidend die, Moment, jetzt muss ich auch mal ein bisschen mich sortieren hier auf dem Schirm. Die 972, die ist ja lustigerweise gar nicht drin. Die habe ich nur in meinem Überblickschart. Die zeichne ich hier aber mal ein, damit man das auch nochmal sieht, weil das ist ja eben halt zum einen halt die Legende natürlich mit den Markenwiese auf meinem, in meinem Blog halt immer zeige. Aber hier hat aber auch eine sehr einfach nachvollziehbare Paritätsumkehr. Hat dann zwar irgendwie 8 Stunden gedauert, bis sie gefüllt wurde, aber hat sich dann aber auch gelohnt, wie man sieht, da mal ein bisschen die Füße stillzuhalten. Also hier, das war die 10972, das war Widerstand gestern Morgen erstmal. Der hatte auch reagiert, sieht man jetzt hier nicht mehr großartig, weil bei der Eröffnung ging es da halt mal dran und dann mal wieder 20 Punkte rückwärts. Und dann ging es eben halt hier, das ist die Eröffnung von gestern, ja relativ steil drüber. So, das ist natürlich dann, wenn so ein Widerstand, der halt hier, daher kommt er halt auch, wir hatten hier vorher einen Support, da ging es nochmal hoch und dann wurde das Ding verkauft und nochmal runter und hier sogar bestätigt. So, das ist natürlich dann erstmal ein wichtiger Widerstand an der Stelle und der wurde dann halt mal kurzerhand wieder zurückgekauft. Das passiert, darf auch passieren, ist also grundsätzlich natürlich nie so, dass wenn dann halt irgendwo so ein Widerstand da ist, dass der nicht gekauft werden kann. Das ist natürlich Quatsch. Und weil ansonsten, wenn das so wäre, dann würden die Märkte immer nur in eine Richtung laufen. Das geht natürlich nicht. So, und wenn dann aber sowas kommt, wenn dann halt so ein Widerstand gekauft wird und dann auch noch so deutlich wie hier, dann ist das natürlich alles andere als Short. Und deswegen habe ich da halt auch rechtzeitig das gepostet, die 10.972. Und da hat auch ganz sauber, weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, da hängt jetzt natürlich gerade die Position hier drüber. Da hat er auch sehr, sehr sauber drauf aufgesetzt, auf den Widerstand und ist dann halt eben noch hoch, nach oben gezogen. Gestern Abend, beziehungsweise am späten Nachmittag eher noch etwas verhalten, aber dann jetzt über Nacht sieht man ja, dass das Ganze tatsächlich dann halt auch wunderbar aufgegangen ist. So, und jeder, der da natürlich jetzt overnight irgendwie short war oder generell short, hat natürlich jetzt hier erstmal ein Problem.
Und ich bin immer sehr froh, wenn wir zu denjenigen gehören, die das Problem nicht haben, sondern genau solche Sachen dann halt eben auch rechtzeitig erkennen. So, und ich hatte auch einen Blog heute geschrieben. Ich hoffe, der ist noch drin, der Long. Wie man sieht, der ist noch da. Das sieht auch erstmal gut aus. Der Stop liegt jetzt hier erstmal pro forma an der Stelle. Und die Position geht aber jetzt auch demnächst raus. Weil natürlich der Knackpunkt ist halt hier oben drüber. Das sind ja dann die nächsten Widerstände. Sieht man ja hier auch wiederum sehr, sehr, sehr deutlich an der Stelle. Das ist ja halt auch mehrfach von unten. Das ist jetzt halt tatsächlich einfach drüber gelaufen. Da haben natürlich auch viele wieder nicht mit gerechnet. Warum? Weil halt einfach die 11.050, also bei mir ist halt eine andere Zahl, bei mir ist die 11.032 und die 42 und wo auch hier die Dochte relativ genau drinstecken. Da sieht man ja halt auch sehr sauber halt hier erstmal abgeprallt, dann dadurch jetzt über Nacht und dann hier auch nochmal drauf aufgesetzt. Gut, hier fehlt vielleicht ein Punkt, das ist aber egal. Und das ist aber eigentlich nicht so relevant, der Punkt. Und da hatten wir gestern auch so ein bisschen Diskussionen und ich will halt auch mal erklären, warum das nicht relevant ist, warum das der falsche Ansatz ist, da short zu gehen. Ich gehe mal hier dazu auf den H4, da sieht man es nämlich ein bisschen besser. Und zwar ist es nämlich so, ich muss das dafür mal ein bisschen kleiner machen. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im letzten Webinar der Fall war, ob wir die Zone da hatten oder irgendwann mal davor. Wir hatten halt in dem Bereich, also es sind hier 4 Stunden, da hatten wir eine urlange Range, die wir da auch ganz gut eingekesselt haben von 10.818 bis 10.929. Das ist hier die Orange, ne? Und da ging es ja wirklich einige Tage nur halt hin und her. Soweit okay, war auch gut handelbar, aber dann kam natürlich dann, was heißt natürlich, dann kam ja irgendwann der Ausbruch. Und wie man hier sieht, was halt hier akkumuliert wurde an Volumen, das war sicherlich nicht wenig. Und letzten Endes haben sich genau in diesem Cluster, in diesem Haufen, Klumpen, wie auch immer, haben sich ja letzten Endes die Bullen dann auch ordentlich durchgesetzt und sind eben nach oben rausgebrochen. Und umgekehrt haben wir es halt dann eben so, dass wir hier natürlich dann halt auch nochmal einen Support haben auf höherer Ebene und der wurde gebrochen letzte Woche. So, wenn man sich das jetzt mal anguckt, einfach von der Masse oder von dem, ich sehe jetzt natürlich hier kein Volumen an der Stelle, ja, aber hier ist halt einfach, ist es halt so, dass natürlich diese Phase wesentlich länger war als diese. So, und generell ist diese gebrochen worden. Und was ist passiert? Wir sind hier unten reingelaufen in dieses Cluster und die Bullen haben das Ding halt nochmal gekauft. Und das heißt, wir haben hier halt einfach wesentlich mehr Umsatz sicherlich auch gehabt, als jetzt zum Beispiel in dem Bereich. Und deswegen ist es, was jetzt natürlich hätte passieren können, ist, dass wir hier in einer kleinen Seitwärtsrange irgendwie stranden, ja. Aber letzten Endes ist natürlich das durch die Masse dessen, was halt hier gehandelt wurde, natürlich wesentlich aussagekräftiger wie das bisschen hier. Ist natürlich jetzt auch irgendwie 1, 2 Tage an der Stelle. Also so wenig ist es auch nicht, aber das ist halt wesentlich deutlicher. Und letzten Endes wurde hier nur das Support-Cluster bzw. Ausbruchs-Cluster an der Stelle halt nochmal getestet, ist sofort wieder nach oben. Und deswegen ist es natürlich auch vor dem Hintergrund natürlich auch wesentlich plausibler, dass halt das, was sich hier durchgesetzt hat, auch hier nochmal aktiv wird und hier die 11.050 als Beispiel dann natürlich nicht so eine große Bedeutung haben. Jetzt sind die auch nicht unbedingt von der Bildfläche verschwunden, deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen, weil hier oben kommt natürlich jetzt auch der nächste Bereich. Das heißt, hier sind wir auch irgendwo oben dran gelaufen und dann halt hier nochmal aufgesetzt, eben auch in dem Bereich. Das heißt, da versucht er jetzt auch gerade nochmal durchzukommen. Das heißt, die Jungs und Mädels, die hier gekauft haben, da müssen wir halt so ein bisschen hoffen, dass die hier noch auch noch aktiv sind und das halt eben auch nochmal entsprechend wegkaufen. Das weiß ich natürlich nicht, ja, aber hier besteht natürlich jetzt die Gefahr, dass diejenigen, die das hier durchverkauft haben, ja, dass die natürlich hier auch nochmal auf den Plan kommen und entsprechend dann auch nochmal bis hier runter drücken. Und deswegen muss man da schon jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit von wegen bedingungslos Long. Es kann natürlich passieren, dass jetzt einfach da durchrauscht nach oben, glaube ich aber erstmal nicht. Und wie man hier sieht, ich habe jetzt hier bei der 11.168 ist es eigentlich als Linie, 3 Punkte tiefer habe ich jetzt hier den Verkauf, also beziehungsweise halt eine Short Order gesetzt, um den Long aufzulösen, weil, das sieht man im Wochenchart, woher das kommt, das ist nämlich halt hier an der Stelle
einfach nur die Wocheneröffnung. Und sowas wird gerne mal, also die Vorwocheneröffnung und sowas wird gerne mal getestet und reagiert auch sehr, sehr gerne mal. Man könnte jetzt natürlich auch hier einen Trail einschalten, gar keine Frage. Und aber ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig viel Sinn macht. Deswegen würde ich an der Stelle, würde ich dann tatsächlich erstmal auflösen, weil ob jetzt dann hier oder ein paar Punkte höher, irgendwo hier in dem Bereich werden wir die Reaktion kriegen. Und sollte er überhaupt dahin laufen, das weiß ich ja auch noch nicht, auf die 168, und dann liegt die Position auch 200 Punkte vorne. Und das ist natürlich für einen Daytrade, also jetzt hier in dem Fall Overnight, aber natürlich auch mehr als genug. Klar, wer natürlich Swing sucht und irgendwie der Meinung ist, der DAX müsste nochmal irgendwie auf 11.500 und mehr und dann so ein Entry hat, wie jetzt hier unten, das meinte ich ja gestern eben auch halt dazu, wenn man den Entry hat, dann hat man wahrscheinlich erstmal auch relativ lange Ruhe, weil hier wird es natürlich genauso sein, wenn wir hier nochmal aufsetzen sollten auf der 11.040, 11.032 und da wären natürlich die, die das hier durchgeboxt haben, auch nochmal auf den Plan kommen. Das heißt, so schnell laufen wir da unten jetzt auch nicht mehr hin. Und weil da wird natürlich schon ordentlich Gegenwehr dann halt auch sein. Deswegen, wenn man natürlich den Entry hat, jetzt hier bei 10.972 und baut auf eine längere Reise, dann ist man hier unten eigentlich relativ safe. Relativ klar, ich habe auch keine Glaskugel, kann es natürlich auch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es ist auf jeden Fall erstmal eine entspannte Stelle für einen Long Entry. Und deswegen habe ich den auch overnight laufen lassen, weil die Chance eben ja auch da war, wenn das jetzt gekauft wird. Und dann geht das erstmal noch ein Stückchen weiter und schiebt nicht unbedingt nur auf einer kleinen Stelle hin und her. Und das ist halt so der Ansatz dahinter. So, bis jetzt war das richtig. Und jetzt hier bei der Öffnung würde ich halt genauso vorgehen, wie ich halt hier auflöse. Das heißt, ich würde mir jetzt erstmal angucken, hier mal ein bisschen skalieren. Ich bin hier im 5-Minuten-Chart. Wir werden jetzt erstmal angucken, wie das hier oben reagiert. Weil da kommt jetzt so ein bisschen was. Das ist einmal die 144. Das ist auch ein Widerstand, der ist schon ein paar Tage älter. Und direkt darüber eben haben wir dann halt nochmal, kann ich auch mal gerade hier hinmachen. Oh, das ist keine gerade Linie. Eben die Wocheneröffnung mit 11.100. Und 68. So, die kann man auch mal rot machen, weil da kann es halt schon tricky werden an der Stelle. Und da würde ich vielleicht sogar direkt auch Short dagegen halten. Und wenn es nur eben halt ist, damit wir hier ein bisschen Gegenreaktion bekommen, aber weiß ich jetzt halt auch nicht, ob man das unbedingt direkt dann auch mit dem ersten Tick da machen muss, beziehungsweise mit der Erstreaktion. Müssen wir uns gleich mal angucken, wie das Ganze hier reagiert und dann entsprechend dann halt hier auch entscheiden. So, 1 Minute haben wir noch bis zur Eröffnung. Und das meine ich eben, ja, mit bisschen Glück in Anführungszeichen wird es relativ einfach. Wenn wir jetzt hier noch so einen Spritzer hochkriegen und man sieht, dass da halt nichts mehr nachkommt und dann werden da wahrscheinlich erstmal Longs aufgelöst. Und Dirk? ja, bitte. Ja, hier kommt eine Zwischenfrage, ob der Teilverkäufe nicht in Frage kommen würden. Nee, also dafür ist die viel zu weit gelaufen und würde ich jetzt hier nicht mehr machen, weil ich will auch keinen Swing machen. Ich meine, wenn man Swing macht, dann ist es natürlich schon jetzt nicht unbedingt die schlechteste Idee, weil man ja weiß, also da kommt jetzt irgendwo ab da, spätestens ab da kommt jetzt irgendwann Gegenwehr. Und ob die jetzt genau ab dem Punkt ist oder noch mal ein paar Punkte höher, weiß ich nicht, aber das wird nicht linear durchlaufen. Also das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das halt passiert. Infolgedessen, wenn man dann natürlich einen Swing haben will, macht ein Teilverkauf dann natürlich an so einer Stelle dann auch schon Sinn. Gar keine Frage. So, jetzt haben wir hier auch den R2 genau hier oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Und das wäre natürlich jetzt gar nicht mal so doof. Das passt natürlich auch hier schön zusammen. Ich setze die jetzt erstmal hier hin. So, habe natürlich aber auch hier, wenn das jetzt kommen sollte, halt auch klar nichts zu verlieren, ja, weil ich ja halt eben einfach hier auch schon deutlich vorne liege und mir da jetzt nicht allzu viel Gedanken drüber machen muss. Beziehungsweise, weil das jetzt einfach hier im Gesamtergebnis einfach nichts mehr ausmacht.
Von daher ist es natürlich dann jetzt wesentlich einfacher und deswegen auch vorhin der Einwand von Nelson, klar, nur weil ich das mache, ist das noch lange nicht richtig und man sollte sich schon hier seine eigene Meinung dazu bilden. Was man jetzt hier auch schön sieht, ist, hier im Stundenchart sieht man jetzt auch nicht, ja, also hier so ein EMA 200. Ich zeichne das immer ein für die Orientierung, aber wie ja irgendwie jeder weiß, der da halt öfters dabei ist, ich handle sowas nicht. Aber nichtsdestotrotz ist halt hier auch einfach mal schön gekauft worden. Und von daher kann es gut sein, dass es hier einfach auch in dem Bereich direkt nochmal eine Reaktion nach oben gibt. Und was ich aber eigentlich damit sagen will, ist halt nur weil da ein EMA ist und nur weil der halt hier im ersten Bruch, ja, weil hier ist es ja durchgegangen, von unten angelaufen ist, muss der halt nicht reagieren. Und beziehungsweise halt dann auch nicht an der Stelle nach unten drücken. Kann natürlich jetzt trotzdem sein, dass wir von hier nochmal runterkommen ein Stück und dann halt wieder hochlaufen. Das kann halt passieren. Aber man sollte sich schon irgendwie das Gesamtbild da halt irgendwo auch angucken. Und relevant, wenn man es halt mal rein markttechnisch betrachtet, mal ohne die ganzen Cluster und so weiter, die wir halt hier haben, da ist natürlich der entscheidende Punkt, klar, ein gutes Stück weit höher. Also hier irgendwo oberhalb 11.300 natürlich, ne? Weil da oben war halt das Maximum. Und letzten Endes haben wir halt hier jetzt erstmal nur einen Bruch von der letzten Aufwärtsbewegung, sieht man ja auch hier mit dem Zickzack eingezeichnet. Und das kann aber genauso gut jetzt einfach in einem Seitwärts hier enden. Aber wenn das halt hier unten nur ein Fake war, ein Fehlausbruch nach unten, und dann ist natürlich entsprechend hier oben der Bereich wesentlich interessanter als jetzt hier der Bereich, weil hier ist ja nur das Mittelfeld. Und hier wird einfach dann jetzt wohl entschieden, war das Ganze jetzt unten halt ein Fail oder war es halt echt? Und von daher gehe ich auch davon aus, dass wir jetzt hier dann auch schon nochmal ein bisschen was dann an Reaktion dann auch bekommen in den Bereichen, dass es eben nicht so ohne weiteres da halt durchgeht. Auch ein Grund mehr jetzt hier für den geplanten Exit und auch den geplanten Short. Wobei, was man halt auch natürlich nie vergessen darf, der Kassamarkt kommt jetzt natürlich hier mit einem ordentlichen Aufwärtsgap in den Markt rein mit über 100 Punkten. Das sieht man ja, also hier unten war Kassaschluss bei 0,24 etwa, 0,23 und wir öffnen jetzt hier 100 Punkte höher. Das ist natürlich auch nicht ohne. Das ist aber erstmal klar long. Aber jetzt nicht unbedingt, weil es dann so klasse ist, weil das jetzt alles halt gestiegen ist bis Anschlag, sondern weil das wohl oft auch dann dazu führt, dass halt Short-Positionen erstmal aufgelöst werden. Und gleichzeitig halt dann auch, wenn das halt passiert ist, dann eben auch Long-Positionen erstmal glattgestellt werden und sich der Markt dann halt auch nochmal neu sortiert. Weil eins ist halt auch klar, auf so einem Level ist zwar schön, wenn es nochmal steigt, aber ist jetzt auch im Vergleich zu gestern natürlich relativ teuer. Und für alles, was irgendwie länger im Markt drin bleiben soll, ist es natürlich dann halt auch ein Stück weit uninteressant, wenn das halt entsprechend, wenn das Gap halt so hoch ist. Und daher kommt ja auch, glaube ich, also würde ich mal behaupten, der Begriff Exhaustion Gap, also Erschöpfungsgap, weil wenn dann natürlich die Anschlusskäufer fehlen und dann halt auch oft, weil es einfach auf zu hohem Niveau halt ist. Und dann kann es natürlich passieren, dass so ein Gap geschlossen wird. Und das wäre dann aber auch nicht mehr unbedingt dann bullisch zu werten. Also wenn jetzt hier wirklich 100 Punkte runtergeht, um das Gap zu schließen, dann ist das halt eher, ja, jetzt nicht unbedingt Verkaufssignal, aber da sollte man dann schon aufpassen, ob das dann nicht seitwärts strandet oder tatsächlich dann halt nach unten wegbricht. So, ist ja bis jetzt sehr verhalten. Der ganze Markt hier an der Geschichte ist ja noch nicht viel passiert. Schiebt mal so 3 Punkte nach oben. Aber das ist halt genau das, ne? Dass natürlich jetzt hier erstmal so eine Stelle ist, wo man sich dann fragt, so, was fange ich jetzt damit an, dass der Markt jetzt hier 100 Punkte höher ist. Erstmal schön. Und auch schön, wenn man keinen Handlungsbedarf hat, wenn man am Vortag alles richtig gemacht hat. Aber dann jetzt halt einfach gleich mal gucken, wie das Ganze hier reagiert. Wir eröffnen außerdem halt hier auch aus Volumensicht außerhalb der Value Area von gestern. Die ist natürlich auch nochmal 100 Punkte tiefer. Das heißt, wir sind hier aus Volumensicht ganz klar long
im Long Trend. Und auch jetzt hier Intraday, selbst da stehen wir sogar über der Value Area. Also hier ist alles momentan erstmal strong long. Und solange der nicht hier nochmal reinfällt, also hier ab der 115, beziehungsweise solange er nicht hier unten durchfällt, etwa ab der 11.080, ist das halt erstmal alles hier völlig problemlos long. So, jetzt kann man natürlich, wenn man will, ich will jetzt nur gerade nicht hier an der Stelle auch nochmal irgendwo eine Long-Position irgendwo suchen, vielleicht einfach nur hier auf den letzten Widerständen, wenn man halt darauf spekulieren möchte, dass das jetzt da oben durchgeht. Aber da muss man dann im Zweifelsfall eben auch schnell sein. Und weil das natürlich dann wirklich eine reine Annahme ist und jetzt nicht unbedingt irgendwo einen strategischen Ansatz da halt zugrunde hat, es sei denn, man hat da halt irgendwie eine statistische Relevanz, von der man sagt, ja, das funktioniert fast immer. Dann kann man das natürlich machen. Ich weiß es aber nicht, ob es fast immer funktioniert. Deswegen würde ich das jetzt erstmal auch sein lassen. Also was wir jetzt vielleicht sehen, das wäre dann schon eher nochmal so ein Indiz dafür, dass wir jetzt hier so einen Aufsetzer kriegen auf die Value Area und es dann direkt nochmal hochzieht, dass man dann sieht, dass schnelle Bewegung dann halt da oben kommt und dann kann man darüber, das wäre dann schon eher ein Ansatz, wo man sagen könnte, gut, da geht man dann halt irgendwo nochmal long dann an der Stelle. Weil das sieht man halt eben auch ohne jetzt zum Beispiel Order Flow, wenn da Volumen in den Markt reinkommt. Und dass halt einfach die Reaktion schnell ist, ja. Wenn man dann sowas paar Mal hintereinander sieht, so einen schnellen Kauf von einem Dip auf einem hohen Niveau, da braucht man eigentlich gar nicht drauf zu warten, dass das Ding dann auf Short geht, sondern da sollte man eher dann gucken, dass man an der Stelle reinkommt, wo der Kurs sich dann halt eben schnell nach oben bewegt hat und dann in die Richtung halt ein paar Punkte mitnehmen. Aber bis jetzt ist es ja alles hier nichts. Also, womit man irgendwas anfangen könnte, es läuft jetzt eben gerade mal 15 Punkte hin und her. Und von daher jetzt erstmal hier nur abwarten, was da halt passiert. Und auch vom Ansatz sage ich es ja halt auch immer, und das war auch gestern im DAU zum Beispiel, konnte man auch wieder schön sehen, wenn das jetzt, also wenn die erste Reaktion nach oben ist und dann hat das relativ wenig Aussicht auf Erfolg, dass es halt weiter nach oben läuft. Und umgekehrt genauso, wenn der jetzt natürlich hier erstmal lange rumkorrigiert und dann wieder hochgeht, dann sollte man da oben wiederum aufpassen mit Short. Weil dann halt hier halt einfach, was ist dann halt in dem Moment passiert, sind ja einfach hier nur Positionen akkumuliert worden. Das heißt, halt, das haben halt dann, ist halt, wenn das Volumen entsprechend groß ist, ja, und hier einige dann verkauft haben und andere wieder zugeschlagen haben, dann heißt das, und dann oben rausgeht, dann heißt das ja nur, hier hat ja die Eindeckung dann schon stattgefunden. Und ob dann das Ziel war, hier nur ein paar Punkte zu machen, ist dann immer sehr fragwürdig. Das heißt, da sollte man dann aufpassen. Läuft es hingegen andersrum, dass es jetzt hier sofort nach oben rennt und dann da oben halt zum Beispiel stehen bleibt, dann waren es wahrscheinlich wiederum nur Auflösungen von Short-Positionen. Und dann sieht man dann auch relativ schnell, wenn dann keine Käufer mehr nachkommen und noch kein Dip nach unten da ist. Und dann kann man dann auch eigentlich problemlos Short dann dagegen halten. Weil dann halt auch nicht zu erwarten ist, dass da halt auf so einem Level, wenn es dann nochmal Neues hoch gibt, da nochmal der große Kaufrausch kommt, weil, wie gesagt, es ist halt dann einfach uninteressant, zu teuer da oben. Und dann sozusagen nur die Notbremse von den Shorts und die werden sich dann aber halt auch nochmal einen neuen Einstieg dann suchen. So, ein bisschen mehr Vola bräuchten wir. Ich hoffe mal, dass es nicht so läuft. Also, beziehungsweise, letztes Mal war es ja schon ein bisschen besser. Vorletztes Mal auch irgendwie eine Position eingekauft, die dann halt erst nach dem Webinar komplett aufgegangen ist für Short. Und da ging es, glaube ich, dann irgendwie 80 Punkte oder so runter. Beim letzten Mal habe ich schon gesagt, ich werde den Fehler nicht machen, sondern werde halt hier gucken, dass ich kleine Bewegungen mitbekomme, weil das Ziel einfach nur ist, hier zum Beispiel 20 Punkte halt irgendwo einzufahren. Und dann ist gut. Ist mir zur Hälfte gelungen beim letzten Mal. Ich glaube, im ersten Trade irgendwie ein bisschen mehr als 10 Punkte. Und der zweite war dann leider schon wieder so einer, der ewig auf sich hat warten lassen, dann aber auch nachher aufgegangen ist. Aber da stecke ich natürlich nicht drin. Von daher hoffe ich mal, dass das heute ein bisschen besser ist. Natürlich halt schön, wenn man irgendwo den Ansatz hat,
dass man halt irgendwie sagt, na gut, ich handle nur die Eröffnung eine Stunde und dann ist der Tag drin. Das ist halt natürlich ein schöner, frommer Ansatz. Wenn der gelingt, ist gut, aber da kann man natürlich auch nicht unbedingt immer davon ausgehen. Wenn man dann halt eben das Pech hat und dann genau an so einer Stelle kommt, wo es dann nicht mehr weitergeht, dann steht man natürlich erstmal da und dann nutzt es auch nichts, irgendwie um 10 Uhr den Hammer fallen zu lassen. Und dann zu sagen, so, ich bin jetzt fertig, weil 10 Uhr ist, das interessiert den Markt nicht unbedingt. So, aber wie gesagt, ich hoffe es mal, dass es heute nicht so sein wird. Es ist halt hier extrem verhalten, vor allen Dingen gerade. Das ist wirklich, ja, ich will jetzt nicht über den Markt meckern. Der kann auch nichts dafür, dass wir unser Webinar hier für eine Stunde angesetzt haben, weil erstmal ist alles soweit. So gut. Ich habe hier parallel noch den DAU im Auge. Der macht noch einen kleinen Dip gleich nach unten, so wie das aussieht, und geht dann aber auch hoch. Von daher, das läuft ja irgendwie trotz Eröffnung und obwohl der DAU jetzt natürlich um diese Uhrzeit nur im Future ist, trotzdem aber meistens ja synchron. So, mal gucken. Also funktioniert Aktuell eigentlich schon. Bitte? sind auch nicht wirklich Fragen jetzt im Chat. Ein Teilnehmer hat geschrieben, dass jetzt eine 50% Korrektur kommen könnte, wahrscheinlich in Verbindung mit dem Gap. Und ein anderer Teilnehmer fragt bezüglich der CPU-Auslastung, dass er wahrgenommen hat, dass es mit dem Seal-Trader höher gegangen ist. Das ist Mit was? dem Höher. Mittelstand. Ja, klar, natürlich geht es höher. Der rechnet ja halt auch einiges. Also, es ist ja klar. Ne? Ich meine, das ist der MetaTrader selbst, der macht ja eigentlich gar nichts. Also, da wird ja irgendwie, während, wenn da ein Tick reinkommt, da wird ja nichts eigentlich überwacht in irgendeiner Form. Und der Steo-Trader, klar, natürlich, vor allen Dingen, wenn man da halt ein paar Charts auf hat, der hat ja auch richtig was zu tun. Klar, dass natürlich dann auch die CPU-Auslastung hochgeht. Aber auf der anderen Seite, dass man da jetzt nicht unbedingt irgendwie mit dem ältesten und schlechtesten Computer irgendwie an sowas rangeht, versteht sich aber auch so ein bisschen, glaube ich, von selbst. Da muss man halt im Zweifelsfall ein bisschen aufrüsten. Und aber im Endeffekt lohnt es sich ja dann halt auch. Achso, hier ist eine Korrektur bezüglich der 50%, habe ich wohl missverstanden. Diese Marke ist die 50% der letzten großen Bewegung. Wo wir jetzt sind, oder wie? Genau. Ach so, ja, okay. Ja, das kann sein. Also für mich ist das jetzt hier erstmal nur eine Warnung. Also wir stehen halt hier über der 161,8 von gestern. Und hier irgendwo unter, also ja, bei mir, ich teile das ja halt immer in Stunden, Trigger und Stundencluster auf. Und hier sieht man ja halt auch, dass jetzt halt für mich hier die untere, nee, das stimmt gar nicht, Moment, das muss ich selber korrigieren. Bei 106 liegt die heute eigentlich. Die ist hier gar nicht an der richtigen Stelle. Genau, das ist halt tatsächlich hier jetzt auch, kommt zusammen mit der 161,8 von gestern. So, und wir hängen halt jetzt hier, also für meine Begriffe jetzt einfach nur dazwischen. Das ist so Niemandsland. So, was er halt machen könnte, wäre jetzt hier ein Aufsetzer auf der 106 als Beispiel. Und das ist aber halt so ein algobasierter Ansatz, den ich ja da handle, beziehungsweise woraus ja auch meine Marken resultieren. Und deswegen wäre das eher nochmal long, beziehungsweise das ist eben der Grund, warum ich jetzt hier momentan erstmal gar nichts halt sehe, weil wir stehen genau in der Mitte. Und entweder schnappt er sich jetzt halt hier die nächste und rennt zur übernächsten oder prallt hier dran ab und geht da unten hin. Keine Ahnung. Also das, ich habe jetzt hier nur absolut gar keinen Handlungsbedarf. Und 50% ist ja, wie wir alle wissen, auch keine FIBO, sondern einfach nur 50%. So, jetzt mal gucken, ob er da jetzt durchgeht. 144, das wäre jetzt halt die nächste. Also wenn er jetzt da stehen bleibt, dann haben wir hier wahrscheinlich irgendwie keinen Spaß die nächste Dreiviertelstunde, weil hier haben wir jetzt ein bisschen Akkumulation gehabt. Und das würde ja bedeuten, dass hier dann noch nicht fertig ist und dann nochmal irgendwie tiefer versucht wird und dann nochmal hoch. Deswegen wäre es jetzt hier schon ein bisschen schicker, wenn wir jetzt einmal einen Sprung da hochkriegen. Und das ist jetzt halt zum Beispiel halt auch für meine Begriffe,
Das ist jetzt halt nicht tief. Also das heißt, wenn er jetzt hier hoch geht, hier ist ein bisschen was eingesammelt worden. Wenn er jetzt da hoch geht, reicht das hier, glaube ich, nicht, um wirklich den, also das bisschen hier an Korrektur, diese, was ist denn das hier, 5 Punkte, 6, 7 Punkte, um den Markt wirklich komplett da nach oben zu schieben. Deswegen rechne ich dem Short hier an der Stelle erstmal soweit ganz gute Chancen ein. Ist ja eher als Limit Pullback definiert. Aber wie man sieht hier, genau da natürlich ist nochmal Bremse. Aber wie gesagt, besser jetzt erstmal durch. Hier wird gefragt, ob du nicht mit deinen Moneylines arbeitest. Oder warum du nicht mit denen arbeitest. Gute Frage. Also ich habe das vorher echt oft gemacht, mittlerweile irgendwie eigentlich gar nicht mehr, weil ich halt, also die Moneylines, die gab es halt, bevor ich das hier in einer anderen Präzision hinbekommen habe. Also hier, wo ich das momentan manuell mache. Der Ansatz ist aber halt sehr ähnlich und von daher verwende ich die tatsächlich momentan überhaupt nicht mehr. Kann aber gut sein, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn da halt irgendwo auch ein bisschen was matcht. Ja, hier sieht man es ja minimal halt, ne? Also hier Moneyline, da Moneyline, jetzt hier die nächste, da haben wir jetzt natürlich schon ein Match und da oberhalb jetzt nicht. Also wo ich halt einfach, was ich aber gemerkt habe, ist, dass die im Euro eigentlich immer wieder einen sehr guten Job machen. Aber das Problem, was wir halt hier generell auch dafür haben, also die Moneylines, die man hier einblenden kann, die basieren ja auf Clustern, die der Stereo Trader da halt errechnet. Und das Ding ist halt nur, dass der DAX einfach seit irgendwie 2 Jahren jetzt mittlerweile oder 3 Jahre sogar schon seitwärts ist. Und das heißt, da kommt dann halt auch einfach teilweise viel zu viel an Material zusammen, so dass man da nicht mehr allzu viel Genauigkeit dann halt auch hat. Und das ist so natürlich, das macht es nicht gerade einfacher oder beziehungsweise nicht gerade brauchbarer. Dann nächste Frage, wenn es okay ist. Welche Indikatoren benutzt du gerade im Chart? Eigentlich gar keine, also keine echten Indikatoren. Hier unten ist es ja nur das Value Profile. Das heißt, das zeigt mir halt basierend auf dem Future. Das ist ja keine Indikation, sondern es ist eine Information. Das ist ein kleiner Unterschied. Indikation guckt ja nur irgendwie die Kurse an und sagt dann, hier ist da ist jenes, hier ist irgendwie, weiß ich nicht, überkauft, überverkauft. Und das ist ja vom Prinzip her, ist es ja halt eigentlich unbrauchbar, weil da nichts drüber drin steht, wie hoch das Volumen da halt an der Stelle zum Beispiel war. Und das Value Profile ist eine Information, das heißt, das zeigt mir hier ja an, wo halt gestern das tatsächlich meiste Volumen gehandelt wurde und wo halt der Bereich ist, wo es zu teuer und zu billig ist. Ganz profan. Und hier unten haben wir hier das von gestern, das Value Area High bei 11.031. Das heißt, bis hierhin wurden gestern 70% des Volumens im Future gehandelt. Hier unten bei der 11.012 wurde das meiste Volumen gedreht und hier unten eben die Unterseite. Also das ist halt hier der Bereich von gestern, der Volumenbereich von gestern, der echte Volumenbereich und nicht irgendwas Indikatives. Und hier ist es halt entsprechend auch heute, hier die gestrichelte Linie, da wurde 70% des Volumens Intraday gedreht, hier in dem Bereich, ist natürlich jetzt nur heute die Berechnung von irgendwann heute Nacht an und ist natürlich jetzt noch nicht so aussagekräftig. Die wird aber aussagekräftiger dann natürlich im Laufe des Tages. Und hier haben wir den meisten Umsatz bis heute. Ja? Das heißt, wenn jetzt halt hier als Beispiel runterkäme, wäre das halt hier zum Beispiel auch ein Long Entry. Zumal er sich jetzt natürlich hier auch deckt mit den 11.106 aus meinem Blog plus eben die 161,8 und eben das meiste Volumen. Und wir haben eine Long-Tendenz, deswegen wäre das hier schon eine Chance, wenn er da runterkommen würde, um da halt nochmal Long reinzugehen, beziehungsweise wäre halt auch jetzt, wenn er mir hier oben den Short füllen sollte. Und wenn wir eine Reaktion kriegen, wäre das jetzt auch hier die erste Anlaufstelle. Nicht die Öffnung, sondern dann halt hier unten. Weil dort natürlich halt jetzt bis heute das größte Interesse war an der Stelle. Und dann ist es natürlich auch plausibel, dass das nochmal an die Stelle dann auch läuft.
Und das ist halt eben das, also hier das Value Profile. Und das wird minütlich auch aktualisiert. Und der Future taxt ja anders als CFD beziehungsweise der CASA. Das heißt, wir haben immer so ein paar Punkte Preisunterschied, Kursunterschied. Und das ist halt auch hier automatisch schon mit eingerechnet. Und da muss man sich auch keine Gedanken drüber machen. Die Werte, die stimmen halt auf jeden Fall. Und ansonsten als Indikation habe ich hier noch den X-Frame drin. Den gibt es ja im StereoTrader mit dabei. Der ist in Zusammenarbeit mit dem Heiko Behrendt auch entstanden. Das heißt, der zeichnet mir einfach nur einen weiteren Timeframe im Hintergrund. Ich bin jetzt hier, habe ich ja den M5, also 5-Minuten-Chart. Und was man im Hintergrund sieht, die Kerzen, das ist jetzt momentan der 30-Minuten-Chart, weil ich halt hier einstellen kann, wie viele Kerzen ich zusammenfasse. Und hier sind es halt 6. 6 mal 5 sind entsprechend 30. Also habe ich im Hintergrund den 30-Minuten-Chart. Und so kann ich mir dann halt problemlos mehrere Timeframes, also beziehungsweise zwei Timeframes hier übereinander legen. Und hilft natürlich auch bei der Orientierung. Also egal, ob das jetzt, also im 1-Minuten-Chart wäre es jetzt halt nichts anderes. Da habe ich, glaube ich, den M5 dann halt drin. Kann ich mal zeigen, ja. Also hier habe ich jetzt 1-Minuten-Kerzen im Hintergrund. Dann halt sehe ich dann aber trotzdem weiterhin noch die 5-Minuten-Kerzen. Und finde ich persönlich sehr hilfreich, weil man dann halt zumindest mal noch die nächste übergeordnete Zeiteinheit noch wesentlich sauberer im Blick hat, wie wenn man das jetzt nur im anderen Chart hat. So, komm schon, ein bisschen mehr Bewegung. Aber wie gesagt, wenn er jetzt hier wirklich dann bremst und das macht es dann leider nicht so ganz einfach. Schöner wäre halt schon, wenn wir einen ordentlichen Spike da hochkriegen. Weil jetzt kriegen wir hier möglicherweise wirklich eine ganz kleine Seitwärtsrange. Und kann aber halt passieren. Man sieht jetzt hier Reaktionen direkt drüber. Gab es jetzt hier schon ein bisschen wieder was auf dem Deckel. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir dann Impuls um 9:30 Uhr. Da passiert ja dann meistens auch so ein bisschen mehr. Beziehungsweise da kriegt man dann oft auch schon eine Tendenz dafür, wie es dann halt die nächste Stunde weitergeht. Weil hier passiert ja jetzt erstmal wirklich nichts. Also 20 Punkte hochgelaufen. Das ist natürlich für die ersten 25 Minuten von der Eröffnung jetzt natürlich nicht gerade sonderlich viel. Sollen wir noch ein paar Fragen abarbeiten oder möchtest du dir den da angucken? Nö, nö, ist ja. Okay. Dann nochmal eine Frage zu Value Profile, irgendein X-Frame, ob die kostenpflichtig sind oder kostenfrei. Also X-Frame ist kostenfrei, muss man nur installieren über den Installation Manager. Das heißt, einfach nur hier drauf, Installation Manager, und ich habe hier noch die Beta, sehe ich gerade, über den Installation Manager dann dort mal gucken, ob ich das hier irgendwie gezeigt kriege. Läuft da irgendwie, brennt da gerade nichts an. Ich will jetzt aber hier kein Update machen. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob er. Ich versuche es einfach. Ne, kann man dann hier halt auswählen. Und da ist das X-Frame. Einfach installieren. Und dann ist das drauf. Und das Value Profile ganz genauso. Kann man auch hierüber installieren. Und da gibt es zwei Versionen davon. Als X-Frame, wie gesagt, das ist eh kostenlos. Und das Value Profile gibt es in einer kostenlosen Version. Die zeigt dann halt nur die Werte von gestern an, also das, was wir hier unten sehen. Und die kostenpflichtige Version, die zeigt dann halt auch wiederum hier die minütlich aktualisierten Intraday-Daten an. Ist natürlich fürs Daytrading, also gerade wenn man halt irgendwie skypen will oder so, natürlich halt wesentlich wichtiger. Also was heißt wesentlich wichtiger, aber auch wichtig dann natürlich zu haben, wogegen, wenn man halt irgendwie nur hier und da mal eine Position irgendwie eröffnen will und eine Orientierung braucht. Und dann reicht da vielleicht sogar auch die kostenlose Variante. Weil der Olli Klemm, von dem kommt es ja, der macht es ja, hat ja seine eigene Seite, auch bei Facebook, wo er jeden Tag die Levels hat, postet. Und da kann man sich natürlich die Arbeit machen und das abschreiben und versuchen, sie selber umzurechnen, wird dann aber halt, also erstmal hat man natürlich dann eine potenzielle Fehlerquelle,
beim Übertragen von den Werten. Und zweitens muss man es dann auch noch selber umrechnen. Das heißt, da muss man erstmal rausfinden, wo steht denn der Future heute, wie viele Punkte muss ich dazu addieren und so weiter und so fort. Den ganzen Aufwand kann man sich natürlich ganz einfach sparen, indem man halt hier dann das Value Profile dann da drauf lädt und lässt es eben automatisch einzeichnen. Dann ist es auf jeden Fall richtig und auch genauer. Und man hat eben, wie gesagt, keine potenzielle Fehlerquelle dann an der Stelle auch. Sag mal, ist mein Mikro eigentlich laut genug? So, ich habe es irgendwie Man gerade hört dich gut, gesehen. alles gut. Ja. Dann benutzen wir auch andere Indikatoren wie Bollinger-Bänder. Nee, gar nichts. Nichts von alledem. Absolut nichts. Gut, Weil ich das komme war dann. eindeutig. Ja, also was ich halt, ne, hier, ich meine, hier so ein Moving Average, so ein EMA 200, weil der immer wieder gerne mal irgendwie als Richtungsweiser genommen wird, sowas dann halt schon mal, um zu sehen, wo wir halt stehen, aber ansonsten eigentlich gar nichts. Tatsächlich. Also, weil ich finde, so, das Problem ist halt immer bei den Indikatoren und ich glaube, das haben viele, oder was heißt viele, ich glaube, Anfänger haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das halt einfach aus vielen Gründen eigentlich gar nicht funktionieren kann, mit den Indikatoren, weil wir haben vor allen Dingen gerade im DAX oder generell bei den Indizes haben wir halt einfach das Problem, dass wir unterschiedliche Handelszeiten haben. Und letzten Endes so ein Indikator, der guckt ja immer, als Beispiel, wenn ich mir jetzt hier, keine Ahnung, ich kann ja mal, was halt irgendwie, was tatsächlich mal beobachtet habe, nur mal als Beispiel, das ist die Stochastik im 5 Minuten, lustigerweise, konnte ich die sogar schon mal, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber halt auch erfolgreich backtesten. Und das heißt, die hat tatsächlich irgendwie brauchbaren Job gemacht im M5. Und da ist es jetzt im M5, wäre das jetzt nicht so das große Problem, ja, weil wir da halt relativ engen Zeitabstand haben. Aber sobald man halt irgendwie höher geht in der Zeiteinheit, zum Beispiel Stunde, wenn ich das auf dem Stundenchart halt mache, kann es einfach nicht mehr stimmen. Weil nämlich halt, wir haben auf der einen Seite haben wir halt den DAX, mittlerweile ist es besser, aber wir haben einmal den Kassa DAX, ja, also der dann halt eben von 9 Uhr bis 17:30 Uhr geht. Und auf der anderen Seite haben wir den Future, der jetzt mittlerweile, ich weiß es schon gar nicht mehr selber, von 1:30 Uhr oder so nachts bis halt eben 23 Uhr irgendwas dann halt läuft. Und das heißt, dort kriege ich was völlig anderes angezeigt als jetzt zum Beispiel im Kassa. Und da stellt sich schon die Frage, ja, welcher ist es denn jetzt? Der Kassa, der mir die Werte errechnet oder der Future? Und was dann noch viel schlimmer hinzukommt oder im DAX hinzugekommen ist, ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so krass, das waren dann natürlich dann noch die Overnight Indikationen. Und das heißt, dann habe ich dort nochmal eine dritte Darstellung beziehungsweise eine dritten Wert, der dann halt irgendwie da zustande kommt. Und das ist halt, deswegen ist es halt einfach, deswegen kann es eigentlich nicht funktionieren. Und ich behaupte, dass ich halt eben ganz vieles davon da halt dann auch entsprechend das halt subjektive Wahrnehmung ist. Oh, ich sehe gerade noch was anderes Schönes hier im Hintergrund. Vielleicht sollte man darauf mal kurz eingehen. Das wäre, glaube ich, auch noch ein Ansatz. Weil ich habe ja gestern auch einen Euro Short gepostet und der kriegt hier gerade Motivation. Gucken wir den hier so problemlos reinkriegen. Mal kurz drüber lagern. Ja. So, der ist nämlich von gestern Morgen. Und der hat jetzt hier gerade auch sowas angelaufen, wo ich jetzt auch drauf gewartet habe. Habe ich aber gestern schon gesagt, da braucht man auch viel Geduld dafür, für den im Zweifelsfall. Aber der kann halt richtig gut werden, der Short. Und also auch von gestern Morgen, wir hätten vielleicht gestern Morgen ein Webinar machen sollen, da war halt irgendwie mehr los. Es war halt alles ein bisschen plausibler, was da passiert ist. Ich zeige das mal Die hier. Bitte? 11.144, ne, im DAX, würdest du jetzt die höher bewerten als Widerstand, weil das jetzt da abgeprallt ist? Nee, erstmal nicht. Also für mich ist der Bereich hier, also die 11.44 bis 11.106, das ist erstmal nur eine potenzielle Seitwärtszone. Also ich sehe da halt noch gar nichts drin. Wenn der jetzt natürlich hier durchdrückt und wir in der Stunde hier nochmal drunter schließen, also dann auch hier unter der Value Area von Intraday, dann würde ich halt mal anfangen, irgendwie drüber nachzudenken. Aber erstmal, ich meine, das waren jetzt hier 15 Punkte, das ist ja nichts, ne? Also.
ist ja noch nichts passiert. Von daher, das ist erstmal nur Geschiebe. Und oft ist auch so, wenn dann sowas runterkommt, dass dann halt, wenn wir in einem Long-Impuls sind, dass dann halt eben auch ganz viele kommen und sagen, oh schön, ist dann nochmal billiger, dann schlage ich nochmal zu. Und dann wird so eine Kerze auch ganz schnell mal wieder zurückgekauft. Aber erstmal ist halt schade, ne? Ich meine, bei so einem Webinar, was kann ich dran ändern? Also, dass wir halt einfach hier in der Mini-Range, das ist gerade mal irgendwie 20 Punkte jetzt erstmal. Aber es ist für mich kein Trigger. Also, wer das jetzt gemacht hat und irgendwie da halt 20 Punkte eingetütet hat, Glückwunsch. Also, kann man ja machen. Aber wir haben vor allen Dingen jetzt hier auch den Effekt, das ist gerade was ich auch gemeint habe, dass jetzt hier auch die halbe Stunde an der Stelle jetzt rum ist und das wird vielleicht mal ein bisschen mehr Tendenz kriegen. Mal gucken. Ganz kurz mit dem Euro wollte ich nur eben auch kurz zeigen, auch wenn man den jetzt hier nicht mehr handeln kann. Aber, und das war halt eben der Ansatz, das sieht man im Tageschart schon fast nichts mehr. Ich gehe mal hier auf den Wochenchart, dass wir halt gestern hier auf Stundenbasis eigentlich ein schönes Signal hatten. Und das kann halt hier jetzt tatsächlich endlich dann auch mal auflösen in die Richtung, von der er halt gekommen ist, hier der Euro. Das heißt, wir haben halt hier einfach nur einen Abwärtstrend an der Stelle. Und es kann jetzt einfach sein, dass wir jetzt hier endlich mal eine Fortsetzung kriegen von dem Abwärtstrend. Und deswegen ist es natürlich halt auch, war es ein sehr interessanter Punkt, um da halt einen Short dann auch zu eröffnen, weil wenn das sich halt hier fortsetzt im Wochenchart, und dann landen wir da möglicherweise irgendwie bei 1,10 oder sogar drunter. Und das aber jetzt nur mal am Rande. Man wird den jetzt hier nicht mehr ohne Probleme handeln können. Es sei denn, man baut sich halt hier einen Stop von irgendwie 100 Punkten mit ein, dann okay. Aber ansonsten ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, hier reinzukommen. Aber das halt nur mal für das große Bild. Also wir haben jetzt Dienstag, das ist die Wochenkerze, die fängt natürlich jetzt gerade erst an. Aber wir sind halt eben auch im Daily jetzt hier schon unter den letzten Supports, beziehungsweise der hier war ja gestern schon raus, heute sind dann die hier dran und wenn das bricht und dann sehen wir mit recht großer Wahrscheinlichkeit dann auch hier die 1,12. Das heißt, das wäre dann halt hier der nächste mögliche Support an der Stelle, wobei das eigentlich kein Support ist, sondern das ist eher eigentlich sogar ein Short Entry da unten, weil auch wenn das halt hier irgendwie seitwärts aussieht, aber wenn man sich das halt mal markttechnisch mal betrachtet und da mal irgendwie drei Linien reinmalt, dann sieht das Ganze nämlich einfach nur so aus. Das heißt, wir kommen hier in der Bewegung da halt runter. Wir haben halt hier ein Hoch und hatten hier tatsächlich einfach nur eine Fortsetzung von dem Trend. Ja? Und deswegen kann man das auch durchaus, finde ich, also jetzt ohne hier eine Empfehlung abzugeben, aber auf Support zu setzen, ergibt meines Erachtens nicht viel Sinn. Also klar, wenn der Markt jetzt entscheidet, irgendwie seitwärts zu laufen, okay, ja, dann wäre das natürlich halt hier irgendwo in dem Bereich dann natürlich möglich. Aber wenn der Trend weiterläuft, dann hat das hier unten überhaupt gar keine Chance. Sondern das ist natürlich auch mit dem Grund, warum ich sage, oder warum ich gestern gesagt habe, ich will hier oben rein, weil dann kann ich mir das hier unten, was da passiert, aus sicherer Distanz dann auch angucken. Und weil das hier ist nicht wirklich seitwärts, was wir da gehabt haben, sondern halt nur ne, so eine verzögerte, korrektive Bewegung. Und das ist halt eben dann die Chance, die es dann halt hier gibt, dass man tatsächlich da auch mal ein Stück weiter runterrauscht und dann auch bis 1,10. Also es ist kein Muss, ich bin auch nicht der Euro-Experte, auch wenn ich schon einige gute Trades im Euro hinbekommen habe, vor allem die ich immer gepostet habe, die waren, glaube ich, immer ganz brauchbar. Und aber rein vom Trend her, vom Marktverhalten her, wäre das eigentlich das plausibelste. Und aber wie gesagt, das jetzt hier nur mal am Rande, nur gerade hier gesehen auf einem anderen Bildschirm, dass es da halt jetzt gerade ein bisschen nach unten gedrückt hat. 5 Minuten kann man sich ja auch mal angucken, wie das da aussieht. Ja, da gab es jetzt gerade irgendwie ein bisschen heftigere Bewegung unter die Tiefs von gestern. Ja, genau. Und infolgedessen ist das jetzt hier erst auch mal viel weiter runter, erst auch mal getriggert an der Stelle. Gut, das war der Euro.
Machen wir nochmal weg. So, hier passiert ja Ah. nichts. Also, meine Güte. Deswegen können wir Also. vielleicht noch ein paar Fragen durchgehen. Ja. Hier wird gefragt, ob du die 11.144 nochmal erklären könntest, die Herleitung, wie du darauf gekommen bist. Ehrlich gesagt nicht. Also, das ist, ich muss da selber mal auf dem anderen Schirm gucken, wo das genau hergekommen ist, weil das ist auch nur eine verkürzte Linie. Weil ich, das Ding ist ja, dass ich mache das immer von Tag zu Tag. So, und da ergeben sich dann halt irgendwann im Stundenchart dann halt Levels. Und die lasse ich halt so lange drin, bis sie halt entsprechend bearbeitet sind vom Markt, also bearbeitet vom Markt. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, das Einzige, was ich hier noch sehe, ist, dass die Linie irgendwann aus Mitte Januar halt kommt. Aber ich kriege das jetzt wirklich auf die Schnelle nicht mehr zusammen. Wo exakt die daherkommt, beziehungsweise warum das jetzt genau irgendwie dieses Level ist, was man aber sieht oder was ich halt auch hier natürlich problemlos zeigen kann, ist, dass wir hier halt auch eine Abwärtsbewegung halt haben, die hier genau stattgefunden hat. Gut, hier ist es nochmal durchgekauft worden. Also jetzt, wie gesagt, im Nachhinein ein bisschen schwierig. Und ich nehme solche Linien zum Beispiel dann auch raus, wenn ich sehe, okay, da passiert nichts mehr, dann wird die halt dann auch ersetzt, aber hier sieht man halt auch, ne, das hat hier unten deutlich irgendwie reagiert, war auf jeden Fall, hier sieht man es im Stundenchart, ein deutlicher Widerstand am 24. Januar, der ordentlich nach unten gedrückt hat und dann entsprechend auch wieder gekauft worden ist. So, und hier ist ein bisschen ungenau bearbeitet worden, hier hat es nochmal genau gehalten, da auch nochmal genau, und solange ich halt solche Geschichten halt noch sehe, bleibt die noch drin, aber wie gesagt, ich kann das jetzt wirklich nicht mehr auf Anhieb genau sagen, woher das ist. Aber generell ist ja mein Ansatz immer der gleiche. Das sind halt Paritätsumkehr. Formationen ist vielleicht der falsche Begriff, aber halt Punkte, die halt vorher als Support gedient haben und dann halt verkauft wurden oder halt eben umgekehrt. Und weil klar, wenn sowas passiert, also wenn Support verkauft wird, oder halt ein Widerstand gekauft wird, braucht es natürlich auch Volumen, um da durchzukommen. Und entsprechend hat man natürlich dann an solchen Punkten oder solche Linien, wenn man sich dann halt wenn man sich die aus dem Chart dann errechnet, hat man natürlich auch ein erhöhtes Volumen und deswegen auch natürlich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass da halt auch nochmal ein bisschen mehr passiert. So, und deswegen lasse ich das halt auch drin. So lange, bis dann halt irgendwann nichts mehr passiert und dann kommt die halt auch raus. Also würde ich jetzt halt irgendwie sehen, wir hätten da irgendwie eine Stundenkerze, die einfach durchkauft und dann nochmal eine, die unten runter auch nochmal durchverkauft, dann fliegt die halt raus, dann hat die auch keine Relevanz mehr. So, wie man sieht, ne, nichts passiert und das hat dann eher nochmal einer gesagt, gut, billig, kaufe ich nochmal an der Stelle. Und das haben wir eben ganz oft, wenn wir so einen Dip darunter haben. Deswegen gab es jetzt auch keinen Handlungsbedarf da an der Stelle. So, aber Ja, es sieht aus, als würden. Bitte? ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur sagen, ein weiterer Teilnehmer meinte, dass es 50er Fibo ist vom 17.2. Jo, das hat ja gerade schon einer gemeint auch, ne? Gerade gesagt. Genau. Das Ding ist aber, was vom 17.2.? Ne? Von wann? 7.2. 7.2. 7.2. Ja, da ist man dann natürlich dann halt, da komme ich mit dem Argument, was war denn zuerst da, die Henne oder das Ei? Weil ich habe ja gerade erklärt, dass die 144 vom 24. Januar kommt. Und das heißt, letzten Endes ist ja das, was dann halt fibotechnisch daraus entstanden ist, im Nachhinein ja entstanden. Und deswegen bin ich auch mit Fibos immer so ein bisschen kritisch, weil Fibos passt nachher immer, aber die Kunst besteht ja immer herauszufinden, vorher, ja, was dann halt passiert. Und bei Fibo kann auch irgendwie keiner so genau sagen, wenn man zum Beispiel Anstieg hat und wartet eine Korrektur ab, ja, handle ich jetzt die 23,6, handle ich die 61er oder handle ich die, was ist denn das, 76er dann? Das ist halt immer so das Problem. Einer war es dann nachher halt immer. Ne? Und von daher bin ich da immer hochskeptisch. Also ich bin irgendwo schon Fan von Fibos.
Und deswegen sind die halt auch im Stereo-Trader ganz gut vertreten. Aber wie gesagt, es ist nicht so ohne irgendwie damit halt jetzt ganz problemlos da einen Ansatz zu finden, wo man sagt, ja gut, die macht dann halt den Job, ja. Aber sowas brauche ich ja natürlich im Handel. Ich muss ja wissen, welche FIBO oder welche Linie ich handle. Und wenn ich, sobald ich irgendwie zwei, drei zur Auswahl habe, dann wird es halt schon die Frage, ist das überhaupt noch Strategie oder ist das dann halt irgendwie schon eher Glücksspiel an der Stelle? Das hat so ein bisschen das Gefährliche, weil hier jetzt halt Intraday ja genauso, ne? Ich meine, was ist jetzt relevant? Der Vortag, das sind ja die ich hier eingeblendet habe. Sind es die Intraday-Fibos oder sind es die Wochen-Fibos? Und jede davon kommt dann auch gleich noch mit drei, vier um die Ecke. Das ist halt klar. Ich kann jetzt von daher die Erklärung bitte nicht falsch verstehen. Ja? Also ich nehme das zur Kenntnis und will das auch gar nicht runterspielen. Ja, wenn man halt hier eine 50% Korrektur haben, alles gut und schön. Aber wie gehe ich mit der Information denn um? Long oder Short? Das ist nämlich die Frage, die ich dann eigentlich dann dagegen halten muss. Und ich versuche halt mit meinem Ansatz ja auch irgendwo eine klare Entscheidung zu treffen oder ich muss ja eine klare Entscheidung treffen. Ich sage ja dann halt da long, da short. Und deswegen sage ich auch ganz klar hier zum Beispiel, das ist für mich short, weil ich habe dann nur eine Linie. Wir sind hier an der Monatseröffnung. Wir laufen hier in den alten Support von unten rein. Da werden Interessen aufeinandertreffen, ob das jetzt genau an der Linie sein wird oder nicht. Das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber erstmal ist da halt für mich trotzdem dann Short. Ohne Wenn und Aber. Und da gibt es auch keine Alternative. Beziehungsweise die nächste liegt erst dann nochmal 40 Punkte höher. Und ein Trigger ist ja dann halt auch, wenn zum Beispiel, wenn das jetzt gekauft würde, hier an der Stelle, die 11.168 und die Stunde drüber schließt, dann habe ich auch einen klaren Trigger, wo ich sage, gut, das Ding ist dann halt eben long. Und kann das halt dann auch nochmal umdrehen. Und kann dann zum Beispiel dann halt auch nochmal long da reingehen. Genauso war es ja gestern, da kommt ja auch hier der Entry her, ja. Das war ursprünglich war das ein Widerstand für Short. Der hat nur für 20 Punkte gereicht, wenn man da längere Strecke wollte, hat man halt ein Minus gehabt. Aber wenn dann so ein Punkt umgedreht wird, ist das aber auch ein, ich will jetzt nicht sagen, 100%iges Indiz, ja, aber halt 80% bestimmt. Wo ich dann sage, wenn der halt gekauft wurde, so ein Widerstand, dann und die Stunde drüber schließt, und da komme ich auch nicht mit so Begriffen wie nachhaltig. Das ist so das absolute Unwort immer im Trading. Nachhaltig. Was ist nachhaltig? Sondern ich sage ganz klar, wenn so ein Widerstand mit einer Stundenkerze gekauft wurde und dann gehe ich da long. Und da brauche ich kein Wischiwaschi und kein nachhaltig, sondern dann ist es so. Und das ist halt bei den Fibos ein bisschen schwierig. Deswegen weiß ich nicht so ganz, wie ich das dann halt immer auch werten soll. Ist jetzt eine FIBO irgendwie gekauft, wenn eine Stunde drüber schließt, 5 Minuten 30, ich weiß es halt nicht. Ne? Und wenn jemand einen funktionierenden Ansatz da hat, und das will nicht, ich will da gar nichts dagegen sagen, ja. Also dann einfach dran festhalten. Aber auch immer kritisch hinterfragen, funktioniert es wirklich. Weil das ist halt immer so, das liest man auch in ganz vielen Foren und Gruppen. Ja, der ist jetzt da und da, an der und der Korrektur und da und da. Ja, was heißt das? Long oder short? Gut, dann hier sind schon ein paar Fragen reingekommen jetzt, Dirk. Ich gucke gerade, damit wir auch ein bisschen die Reihenfolge beachten. Hallo Dirk, wie sehr achtest du auf den Dow, wenn du den DAX handelst? Viel. Also, das Ding ist, ich jetzt irgendwie für, also ich habe jetzt gerade irgendwie spontan gesagt, viel. Ich mache es tatsächlich mittlerweile eher umgekehrt. Das ist halt irgendwie das Verrückte. Und das funktioniert auch sogar noch. Das heißt, also man muss ja unterscheiden. Wir haben jetzt im DAX, haben wir Kassahandel. Das heißt, die Börse hat auf und hier werden jetzt Aktien gedreht. Der DAO, von dem ist ja aktuell nur der Future irgendwo am Start. Das heißt, dort werden nur Future-Kontrakte getreten. Da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Und die einzige überlappende Zeit haben wir zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr. Dort wird dann an beiden Börsen, also das heißt hier in Frankfurt, als auch in New York, werden halt entsprechend halt im Kassamarkt Aktien gedreht. Und das ist so ein bisschen tricky. Also derzeit würde ich tatsächlich oder gucke ich noch am allerwenigsten drauf, weil nämlich halt, da finde ich es halt, also ich persönlich am schwierigsten,
weil es schon ganz oft auch so war, dann ist irgendwie der DAU irgendwie durch die Decke geknallt, 300, 400 Punkte und der DAX dann irgendwie 20. Und alles schon gesehen oder auch komplett umgedreht. Und wo ich es halt wirklich wesentlich leichter finde, ist, wenn halt, wenn beide nur noch im Future getaktet sind oder überwiegend halt im Future laufen, dort ist es dann halt schon recht synchron fast schon. Und was halt lustigerweise oder interessanterweise halt funktioniert, ist, und das kann man mal beobachten, wenn der Kassamarkt hier zu hat um 17:30 Uhr oder 35 Uhr. Und da kann man ganz oft sehen, wenn zum Beispiel der DAU irgendwie an der Stelle halt klemmt, ja, wenn da halt irgendwie nichts passiert. Und der DAX schiebt dann nach oben. Dann kann man schon fast davon ausgehen, dass der DAU gleich hinterherzieht, ne? Also natürlich läuft der DAU nicht dem DAX hinterher. Ich kann es auch nicht erklären, ja, warum das so ist. Mir fehlt da wirklich der logische Ansatz dahinter. Aber ist tatsächlich so. Und wenn der DAX dann irgendwie schon mal irgendwie 20 Punkte vorrennt und der DAU noch steht, da kann man im DAU fast bedingungslos long gehen, weil der als nächstes dann die größere Bewegung macht. Aber halt jetzt irgendwie so generell DAU steigt, DAX steigt, das funktioniert meines Erachtens so nicht. Also nur ist es halt eben so, dass man schon irgendwie, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, der DAU muss da gerade noch, glaube ich, einen kleinen Dip machen, dann kommt der hoch und darauf wartet der DAX. Sieht man da auch umgekehrt, tatsächlich, dann hat man ja genauso gesehen, ich weiß nicht, ob es jemand beobachtet hat, das hat er ja vorhin gemacht, der DAU, der ist da ein bisschen runter, noch an die 189 und ist dann direkt mal irgendwie 30 Punkte hoch. Und in dem Moment ist der DAX dann auch hoch, obwohl es da genau umgedreht war, dass der DAX ja dann halt im Kassamarkt war und der Daumen rein Future. Also keine Ahnung, was das für ein Phänomen ist. Aber das ist halt schon irgendwie ganz interessant, dass es ist. Aber ich habe keine logische Erklärung. Absolut nicht. Also deswegen beobachte ich auch immer beide, weil wenn jetzt der Dow zum Beispiel irgendwie sich 100 Punkte in die Tiefe stürzen würde, jetzt in dem Moment, dann würde der DAX auch nicht weiter steigen. Vielleicht liegt es daran, das kann ich aber nur vermuten, dass dann halt irgendwie die Händler hier in Deutschland sich dann angucken, was machen denn die Amerikaner und dann sich einfach so lange zurückhalten. Ja, aber das ist reinste Vermutung. Es kann genauso gut jetzt irgendwie Unsinn sein, was ich sage. Aber von daher klar, also generell, ich habe den DAU immer parallel zum DAX auf und gucke mir immer auch beides an, weil halt eben auch die Trigger, die ich ja da halt auch irgendwie immer vorgebe und so weiter, die auch selten irgendwie asynchron da halt laufen, sondern es läuft schon dann immer synchron. Und beim DAU wäre es jetzt zum Beispiel so, wenn da jetzt irgendwie einer auf die Idee kommen sollte, ich hoffe, das passiert jetzt gleich mal, haben wir gleich schon fast eine Stunde um und haben uns hier noch keine, da stehen noch 15 Punkte höher als, also wenn der jetzt zum Beispiel auf 239 laufen sollte, der DAU, und da muss man halt, da würde ich jetzt zum Beispiel persönlich darauf achten, wenn der halt noch nicht dort ist oder noch 30, 40 Punkte tiefer und der DAX dann aber halt hier schon an meinem Short Level, dann wäre ich da eher skeptisch, dass das funktioniert. Und das meinte ich mit Synchron, weil die erreichen dann schon sehr oft beide gleichzeitig halt das entsprechende Ziel. Also insofern gucke ich da drauf, aber wohl, glaube ich, auf irgendwie eine doch recht spezielle Art und Weise. So, das ist echt, ja, es tut mir sehr leid, muss mich entschuldigen für den Markt, dass wir da überhaupt keine Wohle haben. Da kannst du, glaube ich, am wenigsten für. Nichtsdestotrotz, wirklich sehr interessant bis jetzt. Du siehst ja auch an der Teilnehmerzahl, ist noch keiner gegangen, Ja. Dirk. Also alles gut. Aber wir haben noch zwei Fragen. Und zwar bezüglich der Uhrzeit links im Stereo Trader. Wenn es rot erscheint, was das bedeutet? Dann ist die Uhr verstellt. Ganz simpel. Also nicht die Uhr selbst, sondern halt dann sind die Settings falsch. Also hier die Profildaten. Ja, bei Instrument sieht man es ja. Da müssen die Zeiten müssen justiert werden. Also hier steht ja, lokale Zeit ist GMT 2 und die Server GMT Zeit, also was heißt nochmal General Median Time oder irgend sowas, ich weiß es gar nicht, ist dann halt 1. Und das heißt, und hier auch die Sommerzeitregelung, das muss halt richtig eingestellt werden. Und sobald ich da halt was verkurbele, und weil die Uhrzeit, die man hier oben sieht im Stereo Trader,
Das ist nicht die lokale Zeit. Also völlig egal, was ich auf dem Computer einstelle, das ist nicht die lokale Zeit, sondern das ist die synchronisierte Serverzeit. Und das heißt, hier wird immer, also der Server, wo euer Konto ist, der schickt eine Uhrzeit. Und die wird hier nicht eins zu eins dargestellt, sondern die wird mit den Einstellungen, die ich gerade gezeigt habe, umgerechnet auf die lokale Zeit. Und der Stereo-Trader vergleicht die lokale Zeit mit der errechneten Zeit. Und wenn da eine gewisse Abweichung da ist, und dann ist die eben rot, weil dann weiß der, alles klar, hier ist was verkurbelt, das muss richtig eingestellt werden. Und deswegen, das ist natürlich schon wichtig, halt auch für diverse Add-ons und so weiter und auch für die Profildaten, weil das sonst nicht richtig läuft. Aber wie gesagt, das ist nicht die Lokalzeit. Am Wochenende, da sieht man es halt, da steht hier oben ein L dahinter in der Uhr und das heißt dann lokale Zeit. Also das L steht für lokal. Oder wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir hier jetzt einen Kursausfall hätten, einen Serverausfall, wie auch immer, Verbindungsabbruch, dann würde das nach 10 Sekunden umspringen auf die Lokalzeit. Gut, dann noch eine Frage zum genau zum Euro-US-Dollar beziehungsweise die Zeiten. Guten Morgen, welche Zeiten stellt man am besten beim Euro-US-Dollar im Value Profile ein? Gute Frage, da müsste eigentlich der Olli herhalten. Ist er da? Wahrscheinlich nicht, ne? Noch nicht gesehen. Kann ich nicht beantworten. Also generell, die weiß ich nicht, das sollte echt, glaube ich, wirklich der Olli lieber beantworten. Also das Ganze fängt ja halt an zu laufen um 1 Uhr nachts. Und und den letzten Kurs haben wir den letzten vernünftigen Kurs, würde ich mal behaupten, haben wir um 23 Uhr. Das wäre so eine Einstellung, die ich jetzt mal halt irgendwie so rein spontan, wo ich sagen würde, das sollte eigentlich passen, ja. Und oder meinetwegen auch bis 0 Uhr. Das ist ja egal. Wir haben ja kein Volumen mehr nach 11 Uhr, von daher wird das nichts verfälschen. Und aber im Zweifelsfall da wirklich halt den Olli fragen. Alter Schwede, was ist das für ein Markt hier? Haben wir hier reines Theorie-Webinar. Wahrscheinlich, wenn wir gleich wieder das Webinar beenden, dann Ganz geht's wieder natürlich. ab. Egal wann wir es beenden, ob jetzt irgendwie um 21:45 oder um 23:45, exakt dann wird halt hier irgendwie die große Kursbewegung kommen, in welche Richtung auch immer. Echt Murphy's Law. Das ist schon echt unglaublich. Eine Frage noch, dann haben wir tatsächlich alles beantwortet, und zwar, wie man die Lifetime-Lizenz hat, ob man dann auch verschiedene MetaTrader-Instanzen gleichzeitig benutzen kann, Meta-Lizenz. Ja, klar, das geht. Solange es halt alles das eigene Konto ist, geht das. Ansonsten fällt es irgendwann auf und beziehungsweise es gibt natürlich auch Überprüfungen im Stereo-Trading, die irgendwann sagen, im Moment mal, stimmt was nicht. Also wie gesagt, solange es eigene Konten sind, kein Problem. Da ist noch eine Frage reingekommen bezüglich der Uhrzeiteinstellung. Ist es egal, ob man 2 und 1 eingibt oder sollte man 1 und 0 eingeben? 2, 1, 1 und 0. Nee, ist nicht egal. Also, weil ansonsten die Sommerzeit ja dann auch nicht stimmt. Also, es sollte schon genau so stehen, ja, wie es hier angezeigt ist. Also 2, 1, EU und dann USA. Und dann passt das. Ist aber auch, glaube ich, so voreingestellt, wenn man jetzt irgendwie den Stereo-Trader neu installiert und dann hier ein Konto bei FX Flat hat und dann. Ist es so eingestellt? Sollte zumindest so sein. Tja, Ja, das ist. sonst, so haben wir alle Fragen beantwortet. Willst du vielleicht noch was zum DAU sagen oder gibt es da nichts viel zu sagen? Nee, den kriege ich jetzt hier auch nicht problemlos, glaube ich, an den Start. Von daher. Ich kann halt, das Einzige, was ich mal machen kann, ich kann ja mal ganz kurz, Moment, das mache ich mal. Ich muss mal kurz den anderen Bildschirm aufräumen. Dann mache ich nämlich gerade mal schnell irgendwie Screenshot. Weil ich kann den nicht hier rüberschieben, das geht nicht, weil das ist ein anderer Server. Deswegen muss ich da jetzt einen Screenshot machen. Das funktioniert so nicht. Kann ich ja mal kurz irgendwie auch drauf eingehen. Also habe ich ja in meinem
Blog zwar auch, aber natürlich jetzt nicht mit der Betrachtung von heute. So, da ist er. Also linke Seite DAX, rechte Seite DAO, also hier der H4 im DAX. Mann, ich muss es hier nur mal kurz trotzdem hier auf der anderen Seite im Auge behalten. Also im DAO, das ist ein bisschen klein hier, ne? Ich mache mal irgendwie einen anderen Shot, wenn man den ein bisschen größer darstellen kann. So, es bewegt sich der DAX. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, es gab gerade einen Tick. So, da ist er, der DAO. So, jetzt sind hier ein paar Zahlen verdeckt. Das natürlich jetzt hier schon Overnight erledigt worden ist, aber das ist halt das Bild von gestern. Beziehungsweise die Linien ja auch von gestern. Und Hast du den DAX im Blick, nur damit du ja, nicht ich den habe den im Moment Blick. verpasst? Nö, 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 ich sehe es ja hier, es wackelt ja da irgendwie fleißig vor sich hin. Das ist erstmal alles gut. Also der kauft sich halt hier, also der macht halt hier, so wie es aussieht, schon Reversal, setzt auch hier auf den wichtigen Widerstand bei der 189. Hat er jetzt auch gerade im Stundenchart aufgesetzt. Das war das, wo ich vorhin meinte. Da ist er nämlich halt hier gestanden und schwebte da drüber. Da meinte ich, er macht vorher noch Dip. Und dann sollte der eigentlich nochmal hochlaufen. Und hier wäre jetzt halt wirklich das nächste hoch, die 239. Und das meine ich jetzt auch gerade hier mit der Synchronisation. Das ist jetzt halt natürlich wirklich tricky, weil der DAX macht sich jetzt hier gerade auf an die 168, wobei bei der Wohler kann es auch noch 3 Stunden dauern. Und der DAO ist halt eben noch nicht hier oben. Das ist aber ganz klar das nächste Ziel, hier oben vom DAO. Also wo er halt natürlich, wo ich jetzt nicht sage, da läuft er ganz klar als nächstes hin, ja. Aber wenn wir hier in der Aufwärtsbewegung bleiben, ist das logischerweise das nächste Angriffsziel, das Hoch von gestern. Und da muss man halt gucken. Und das sollte halt mit dem DAX eigentlich schon irgendwie zeitgleich passieren, wenn der seine 168 ansteuern will. Und jetzt gerade bremst er sich hier wieder ein bisschen. Und das meine ich halt. Wenn das beides irgendwie gleichzeitig in der Region ist, dann hat das we wesentlich mehr Aussichten auf Erfolg. Aber generell ist es natürlich jetzt hier so, dass der DAO sich natürlich hier wirklich ganz klar an einem Reversal beziehungsweise einer Fortsetzung von der Aufwärtsbewegung da halt versucht, zumal der DAO auch trendtechnisch, glaube ich zumindest, wenn ich nichts Falsches sage, das Bild noch ein bisschen kleiner machen. Das kann ich ja auch mal irgendwie noch zeigen. Der hat eigentlich nichts kaputt gemacht, der DAO, im Gegensatz zum DAX. Der DAX hat sich irgendwie alles zerschossen, von daher ist es eigentlich schon wieder ganz schön Schweinkram, was der DAX da veranstaltet. Also erst da unten raus und dann jetzt möglicherweise doch wieder oben. Das ist halt alles andere als sauber. Und der DAO, der ist da schon ein bisschen anders getaktet. Hier sieht man es jetzt hier im DAO auch nochmal Stundenchart, wenn man sich da halt mal so die einzelnen Spitzen wegdenken, dann halt hier nur mal so die markanten. Also zum Beispiel das Tief, das Markante ist eigentlich nicht, es ist halt hier nur seitwärts. Also wäre das das markante Tief und da ging es hoch und der hat es hier nicht verletzt. Der ist dann nicht drunter. Und zieht jetzt möglicherweise einfach weiter nach oben durch. Ne? Und das sieht beim DAX halt ganz klar anders aus. Beim DAX ist halt irgendwie einiges kaputt gemacht worden im 4-Stunden-Chart, beziehungsweise mit den markanten Tiefs. Und der ist eigentlich, also der sollte auch hier an dem Vortageshoch eigentlich nicht scheitern. Ne? Also vielleicht bremsen, aber der hat da irgendwie wenig Grund, warum man da großartig nach unten drücken sollte, muss man halt einfach im Auge behalten. Aber wäre jetzt auch hier auf jeden Fall der nächste Punkt, der relevant wird, die 239. Und dann darüber die 318, die kommt schon aus dem letzten Jahr. Ich frage mich keiner mehr, woher die kommt. Ich weiß es schon nicht mehr. Aber es hat auch sehr viel Volumen gedreht worden, war auch letzten Endes aus dem Wochenchart. Und deswegen halt natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wie man sieht, da ist er kurz davor gelaufen und dann runter. Und nachdem halt hier vorher der Support drauf war, und so läuft es normalerweise nicht, und deswegen habe ich auch schon irgendwie gestern, wenn nicht gar letzte Woche, nee, letzte Woche nicht, aber gestern schon geschrieben, dass die 318, dass da fehlt noch was. Würde ich mal so behaupten. Da ist halt noch Platz und also das halt hier als nächste Station, die 239, die man im Auge behalten sollte. Wenn man da halt irgendwie eine Position sucht oder wenn man sowieso schon long ist, 318 sollte eigentlich gekauft werden können, wenn er da erstmal hinkommt.
Und ab da sind natürlich dann die nächsten Hochs. Und wenn es jetzt hier durchgeht, als Beispiel durch die 239, wenn er jetzt irgendwie durchgekauft werden sollte, eine Stunde drüber schließt, und dann ist das Tageshoch von gestern meines Erachtens dann auch ein relativ einfaches Support-Level, das dann halt auch bis zu 318 dann irgendwie reichen sollte. Vorausgesetzt, er war natürlich nicht schon vorher da, ne? Das ist klar. Aber das ist jetzt halt der DAU. Aber da habe ich ja gestern Abend in meinem Blog auch geschrieben, ich habe keine Ahnung, was das werden soll, weil halt, hier einfach mal gesehen, gestern irgendwie die 239 und dann irgendwie Kassamarkt aufgemacht und da wird er da runterverkauft und dann passiert da halt gar nichts mehr. Ich habe ja noch spaßeshalber geschrieben, der Kassamarkt oder der Chart sieht aus, als hätten die Amis um 15:30 Uhr aufgesperrt und um 17 Uhr alle Betrunkenen nach Hause geschickt und dann einfach nichts mehr kam, ja. Also steht da unten in der Range von 30 Punkten, also das erlebt man im DAO sehr selten. Da habe ich auch gedacht, was ist das denn? Was soll das denn werden? War das jetzt der Anfang und morgen wird dann weiterverkauft? Oder jetzt haben es die halt die Asiaten hier über Nacht hochgekauft und ich denke mal, damit ist es dann jetzt halt auch wohl geklärt, die Geschichte, weil hier unten ist jetzt auch nichts mehr auf. Also die Levels haben alle sehr sauber gehalten hier. Wie gesagt, man sieht es jetzt hier nur nicht, weil jetzt hier mittlerweile schon der Kurs ein bisschen drüber gelaufen ist. Also hier die Zahlen an sich, das passt alles soweit. Also das ist nichts mehr unerledigt eigentlich. Und der könnte jetzt hier eigentlich problemlos da nach oben durchziehen. Ja, wir werden es rausfinden. Ne? So, ja, was machen wir denn hier mit unserer irgendwie wahnsinnig volatilen Eröffnung von sage und schreibe 25 Punkten, die wir halt hier haben? Weiß ich jetzt irgendwie auch nicht. Das hat so ein bisschen schade. Ja, was soll Ja, ich tun? Zauber kannst du nicht, oder? Nee. Also, ich glaube, da darf mir auch keiner böse sein. Ne? Also, kannst auch verstehen, wenn der eine oder andere sagt, so, ich keine Lust mehr. Ja, wenn man natürlich die Öffnung handeln will, es gibt nichts zu handeln, was soll ich da machen? Ne? Es gibt halt einfach nichts. Also, sieht ja halt auch hier die 144, da, pff, nur wegen der einen Kerze da halt irgendwie Alarm zu machen. Nö, auch falsch. Man hätte es natürlich halt hier, aber hätte Fahrradkette an der Stelle long gehen können, aber warum, ne? Also, weil das halt irgendwie auch jetzt nicht so ein Level ist, wo ich sage, juhu, ne? Gut, da ist jetzt der POC hingewandert, der war ja vorhin hier drunter. Vielleicht habe ich mich da verquatscht und das irgendwie gar nicht mitbekommen, dass der da hochgewandert ist. Kann natürlich sein, weil den hätte ich ja dann gehandelt. Aber hier, ne, muss irgendwie nicht unbedingt sein. Wer es gemacht hat, ist ja okay, hat er dann irgendwie 25 Punkte. Das passt ja dann soweit. Aber so ein bisschen mehr runter hätte ich mir dann schon irgendwie dann halt gewünscht. Tja, also sollen wir jetzt noch warten, bis es hier gefüllt ist? Also bei dem Tempo haben wir dann noch eine Stunde vor uns. Ja, ich glaube auch. Also schwierig jetzt abzuschätzen. Ja. Deswegen, du wirst ja sicherlich auch in deine Facebook-Gruppe das Ganze noch festhalten, wenn dein Target erreicht ist. Wirst du Ja. eigentlich da nur deine Position schließen oder auch in der Gegenposition eingehen? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Aber ich glaube, ich würde da halt schon irgendwie mal kurz eine Runde dagegen halten, weil der schon ganz schön motiviert hier um die Ecke kommt. Aber das ist, nee, ich bleibe bei dem Ansatz. Also, da sollte schon jetzt irgendwann mal eine Gegenreaktion kommen, aber was mir halt echt gerade so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, dabei ist der DAU, ne? Der schleicht sich halt auch da so ganz gemütlich da oben hin. Aber dass wir jetzt heute hier den großen Abverkauf kriegen, das sehe ich irgendwie noch nicht so wirklich. Also auch hier mal im Tageschart, da sieht man es ja nicht weniger. Mal hier die Fibus mal ausmachen. Da sieht man es ja echt nicht weniger, wo die Reise hingeht. Ne? Hier haben wir jetzt dann die letzte Aufwärtsbewegung. Oh, ne? So, also spätestens ab irgendwie, da sind wir wieder bei der 11.221. Spätestens ab dort gibt es dann auch irgendwann mal was auf dem Deckel. Ne? Und hier sieht man ja auch, dass hier halt jetzt eben die Wocheneröffnung und direkt darüber beginnt ja dann auch. Ja, die letzte lange Kerze dann da oben, also 174. Und ich würde jetzt fast schon wetten,
dass das jetzt der R2 ist. Ja, 6 Punkte höher. Ja, also das so als Übertreibung davon. Weil direkt, dass die direkt reagiert, so wie der da angeschlichen kommt, habe ich schon ein bisschen Bedenken. Das sieht eher aus, dass da halt, also irgendwann werden hier auch die Short-Kandidaten auch glattstellen. Und das könnte dann halt schon nochmal ganz kurz einen ordentlichen Spike nach oben geben. Deswegen, also bei dem Tempo, man sieht ja auch, bevor man sich dann mit einem Short dann irgendwie verzettelt, sollte man sich schon angucken, ob das überhaupt Sinn macht. Also wenn man zum Beispiel hier im 1-Minuten-Gut, das eben jetzt erst mal gar nichts, das ist halt einfach keine Bewegung. Aber das sollte halt schon wenigstens mal eine vernünftige Reaktion irgendwo da sein, bevor man da irgendwie komplett einfach dagegen hält. Oder man macht es halt dann so wie ich hier, geht halt direkt eine Etage höher, sucht sich dort einen plausiblen Widerstand, wobei ich den jetzt auch nicht unbedingt da liegen lasse die ganze Zeit, sondern die liegt eigentlich dafür den Fall, dass hier ein Spike kommt. Ja, wenn der aber dahin schleicht und ich sich hier dann so ganz sachte da durchkauft, dann macht das überhaupt gar keinen Sinn, da Short zu gehen, sondern das ist wirklich nur halt hier, wenn Short-Auflösungen kommen, also Positionsauflösung. So, und das heißt, dann wird hier gekauft und dann wird man halt irgendwo drüber auch sehen, okay, kommt da noch einer, kommt dann keiner mehr. Und deswegen ist das jetzt dann an der Stelle dann halt auch soweit okay. Nur wie gesagt, wenn das halt irgendwie weiter gekauft und gekauft und gekauft wird, dann macht man sich irre, wenn man da halt einfach nur, weil da ein Level ist, einen Short aufmacht. Dann sollte man lieber warten, bis eine Reaktion da ist oder gleich irgendwie ein paar Stationen höher einplanen. Okay. Tja, also ich würde sagen, das bringt irgendwie nichts, ne? Irgendwie bei der Wohler. Aber auf jeden Fall ganz viele Dankeschöns hast du schon hier im Chat. Bedanken sich sehr viele für das informative Webinar. Kann ich mich nur anschließen. Ja, also Aufzeichnung hat ja soweit funktioniert, sollte dann auch wie immer online kommen. Ich denke mal, Dirk wird ja in seiner Facebook-Gruppe den Trade dann entsprechend weiter kommentieren. Und von meiner Stelle, bevor ich jetzt dann final an Dirk übergebe, noch einen schönen Tag. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Teilnahme und Dirk, gerne das Schlusswort. Ja, dem schließe ich mich natürlich an. Danke, dass ihr dabei wart. Also tut mir wirklich leid, dass wir jetzt hier keine Wohler hatten, aber ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, dass ich da auch dann nicht unbedingt hier in Aktionismus verfalle und dann auf Teufel komm raus da irgendeinen Trade platziere. Also ich meine, es sind ja auch sicherlich einige dabei, die schon öfters da waren, die wissen, das ist bestimmt keine Ausrede, sondern ich handle ja immer live und mache das ja auch schon ein paar Jahre hier vor Publikum. Und das ist natürlich nicht der Grund, aber ich brauche eins und das nennt sich Wohler. Wohler und Umsatz. Und wenn das nicht da ist, ist es halt einfach Quatsch. Also jetzt auch nicht nur, weil hier die Position schon drin ist, sondern weil es halt, das bringt ja nichts, weil dann, wenn man jetzt hier irgendwie eine Position aufmacht und dann hängt man da drin fest und guckt sich das dann nachher stundenlang an, damit da mal irgendwie 5 Punkte weit irgendwas passiert. Und wie gesagt, ich hoffe, dass man das nach vollziehen kann, dass ich da jetzt irgendwie keinen Sinn drin gesehen habe. Das ist das erste Live-Trading-Webinar, wo das jetzt so war, wo es so extrem traurig war von der Wohler. Wir hatten schon öfter mal ein bisschen traurig, aber das hier toppt, glaube ich, gerade irgendwie alles. Man kann es halt nicht beeinflussen, dann muss man halt eben warten. Und wie gesagt, sorry, aber beim nächsten Mal wird es bestimmt auch nochmal anders. Also nochmal danke, dass ihr da wart. Hat aber trotzdem Spaß gemacht und vielleicht konnte ich ja ein bisschen was noch erklären, zumindest was der ein oder andere irgendwie gebrauchen kann und sich gerne mal irgendwie näher anguckt. Und natürlich auch noch mal ein bisschen was zum StereoTrader hier, auch wenn jetzt hier funktional nichts gezeigt werden konnte. Aber ist ja auch nicht irgendwie der letzte aller Tage heute. Wir sehen uns ja auf jeden Fall in Kürze wieder beim nächsten Live-Trading und was ja auch mit Sicherheit nicht mehr lange hin ist. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag. Passt auf euch auf, natürlich auch auf eure Trades. Und sag einfach mal Danke natürlich auch noch an FXFlat und an Nelson hier. Ja, ich danke Und dir. Noch ein kleiner Hinweis, Dirk. Dein Webinar ist wohl heiß begehrt. Ich habe gerade Info bekommen, dass Tickets für dein Webinar wohl verkauft werden. Also, was? falls Sie sich die Aufzeichnung hier anschauen, das bleibt natürlich kostenfrei, das Ganze. Also bitte nicht hier irgendwas kaufen. Einfach anmelden und teilnehmen.
Klasse. Ja, können wir vielleicht mal irgendwie drüber nachdenken. Also, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Dirk. Ciao. Jo, alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.